Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, die Quest eine Bleibe abzuschließen. Nach gefühlt... ja, weiß gar nicht. Wir haben die, glaube ich, seit Anfang an. Also nach 17, 18 Folgen oder so. Aber wir haben es geschafft. Der gute Onkel möchte mit uns den Gewinn teilen. Finde ich zwar nicht so in Ordnung, aber egal. Wir können es nicht ändern. Ist ja schließlich nicht unser Sägewerk. Es ist seins. Hauptsache, wir machen hier ein bisschen Monetos. Damit wir... über die Runden kommen. Wir haben vom guten James einmal diesen Transporter hier gekriegt und der soll am besten mit Brettern befüllt werden, damit wir ihm dort oben helfen können. Ich habe mich mal ein bisschen belesen übers Spiel, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie verkaufen wir denn Bretter? Und ich habe gesehen, dass das wohl, oder ich habe gelesen besser gesagt, dass es wohl relativ weit unten einen Verkauf geben soll. Hier unten, okay. Markt für Holzprodukte. Hier werden Stämme, Platten, Bretter, Rinde und Holzspäne angekauft. Rinde 352 Euro pro Tonne, Holzspäne 360, Bretterkiste trocken 300 und feucht 180. Also ich glaube, wir lassen die auf jeden Fall erstmal schön alle trocknen. Rundholzpreis 50 Euro. Ist das dann auch pro Tonne oder pro Rundholz? Ich glaube, zwei Rundhölzer haben eine Bretterkiste gemacht. Das heißt, zwei Rundhölzer wären 100 Euro. Und die Bretterkiste ist auf jeden Fall schon 180 oder 300 Euro, je nach Feuchtigkeit, wert. Also das macht schon Sinn. Also wird der Rundholzpreis pro Baumstamm sein. Rundholz ohne Rinde 80 Euro. Also wir machen auf jeden Fall mehr Geld, wenn wir es auch verarbeiten. Sollte ja auch so sein, ist ganz logisch. Aber wir müssen uns es natürlich trotzdem erstmal in Ruhe durchlesen. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Wir gucken gleich mal. Fahrzeughändler, auch geil. Gemischtwarenladen brauchen wir erstmal nicht. Den Laden hier kennen wir schon, der ist oben am Berg, da haben wir unsere Angel herbekommen. Stämme abwerfen, achso, man kann hier überall... ja, macht ja auch Sinn, wenn wir uns noch mehr Waldstücke kaufen, wäre es schon ganz cool, wenn wir die nicht nur immer an der eigenen Stelle abwerfen können. Alles klar, und hier oben haben wir dann auch noch ein paar Läden, eine Tankstelle und so weiter, alles klar. Dann würde ich mal gucken. Ich habe nämlich gelesen, dass wir wohl relativ spät im Spiel erst so einen schönen Transporter hier kriegen, oder LKW besser gesagt. Und das ist der einzige Weg, mit dem Ding die Paletten hier zu liefern. Weil wir können die Paletten nicht auf das Ding hier draufheben, das funktioniert nicht. Oder funktioniert vielleicht, aber auf jeden Fall nicht so gut gedacht dafür. Wie sieht es denn aus aktuell? 22 Feuchtigkeit noch, also zwei Tage müssten wir schon noch rumkriegen. Ja, auf jeden Fall kriegen wir wohl relativ spät erst so ein schönes Teil hier. Deswegen wurde empfohlen, dass man die Quest nicht so schnell abschließen soll, sondern das Ding jetzt einfach weiter so lange benutzt, um damit die Paletten zu verkaufen, bis man sich ein eigenes leisten kann. Da muss der gute James da oben eben warten. Es tut mir leid, aber wir müssen hier auch mal an uns denken. Wir machen generell viel zu viel für andere Leute. Deswegen fangen wir jetzt wirklich mal an, richtig Holzfäller zu sein. Packen die Palette noch hier rüber und dann fangen wir mal an, auf unserem Grundstück mal etwas Holz zu sägen, beziehungsweise Baumstämme zu sägen, damit wir hier am besten die Trocknungsanlage voll kriegen. Weil es kostet alles Zeit, es kostet eine ganze Menge Zeit, bis der Mist trocken ist. Und nass verkaufen möchte ich es eigentlich nicht unbedingt. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir das komplette Teil hier voll machen. Eventuell nicht komplett, aber schon gut gefüllt. Und dann fahren wir mal zum Fahrzeughändler und schauen, was so ein Transport-LKW denn kostet. Damit wir ungefähr wissen, was auf uns zukommt oder wie lange wir noch Holzbretter verkaufen müssen, bis wir die Quest abschließen können. Ich denke, das ist doch ein ganz guter Plan. Nur gut, dass ich mich nochmal belesen habe. Wollte tatsächlich bloß rausfinden, wie wir das Holz verkaufen. Und dann habe ich da gleich vorne Einträge gefunden, wie alle rumheulen. Dass sie das ja ganz kompliziert bis da runter transportieren, weil sie so ein Ding hier noch nicht haben. Und da dachte ich mir, na gut. Nicht mit mir. Dann behalten wir den doch. Huch. Komm, fahr ran. Nimm es auf, jawohl. Sehr viel mehr dürften es doch schon gar nicht mehr sein, oder? Kommt jetzt hier gleich schon wieder das nächste.
wir so viele runter. Da kommt schon wieder eins. Ach Mist, und wir haben hier schön eine Woche geschlafen. Und hatten hier bloß 4 oder 5 so eine Teile drin. Ja, 5 hatten wir drin, genau. Moment, ich bin nicht der beste Gabelstaplerfahrer. Merkt man gar nicht. Na komm. Und absitzen. Wir haben den Transporter hier auch ein bisschen doof geparkt. Also den LKW meine ich. So, zack. Ach, das sieht doch schon besser aus. So langsam wird es professioneller. Ich freue mich drauf. Wir werden auf jeden Fall hier schön alles voll flanken mit unseren Paletten. Und dann werden die hoffentlich bald mal trocken sein. Vielleicht kriegen wir die 2 Tage ja so noch rum. Mit Holzfällen. Dass wir die eventuell schon mal auf den Transporter packen können und mal da runterfahren. Also ich nenne es jetzt einfach Transporter. Es tut mir leid, ich sage immer Transporter zu dem Ding. Es transportiert ja auch was. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, dass wir den mal vollpacken mit denen, die trocken sind, das eventuell schon verkaufen. Und dann hauen wir uns nochmal eine Woche aufs Ohr. Damit wir richtig schön trocknen können. Für die restlichen Paletten dann, die jetzt bald noch nachkommen. War's das? Nö, noch eine, okay. Muss nochmal genau beobachten, wie viel Rundhölzer wir für so eine Palette brauchen. Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube 2. Na. War doch hier rein. Okay. Damit haben wir schon 9 Stück hier drin. Da vorne wartet Nummer 10. Wenn wir die also alle trocknen und 300 pro Palette kriegen, hätten wir mit denen, die wir aktuell haben, schon mal 3000 Euro am Start. Bin mal gespannt, wie viel so ein LKW hier kostet. Ich hoffe, die haben das nicht zu real gemacht. Dass wir hier am Ende, weiß nicht, 300.000 bezahlen. Oder 200.000. Keine Ahnung, wie viel so ein LKW kostet, aber ich denke schon, dass das ein guter 6-stelliger Betrag ist. So, komm her. Kriegen wir die noch daneben? Ich hoffe nicht, dass ich es zu eng geparkt habe. Oh, scheint zu gehen. Haben wir noch eine? Wir haben noch eine. Wahnsinn. Und wir haben ja auch noch ein ganz paar Rundhölzer im Silo liegen. Also im Lager. Ein Silo ist es ja, glaube ich, nicht wirklich. Das heißt, damit können wir auf jeden Fall auch noch weitere Paletten produzieren. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Scheint eine Menge Geld dafür rumzuspringen. Jetzt mal überlegen, dass wir noch gar nicht so viel gearbeitet haben. Das waren ja bis jetzt eigentlich größtenteils nur die Reste, die uns unsere Nachbarn liegen lassen haben, dafür, dass wir denen geholfen haben. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn ich überlege, wie viel wir jetzt hier mittlerweile schon haben. An Paletten, das sieht doch ganz gut aus. Wir sind das jetzt 4, 8, 10, 11 Stück. Da ist Nummer 12. Das sind dann 3600 Euro schon mal. Geile Sache. Richtig, richtig gut. So soll es laufen als Holzfäller. Ich hoffe nur wirklich, dass unsere Fahrzeuge und Geräte nicht so schnell kaputt gehen. Tanktechnisch scheint es auf jeden Fall gut zu halten. Dann mache ich mir weniger Sorgen. Und falls das Spiel hier aktualisiert wird, dann ist der Spritpreis ja gerade relativ günstig. Okay, das war's. Wir haben keine weiteren... Das Ding jedes Mal umrempeln. Ich habe keine weiteren Paletten mehr am Start. Wir haben hier aber noch, wie sieht's denn schlaftechnisch aus? 84. Ach Mist, jetzt kommen wir hier wieder nicht rein. Da musste ich aufs Dach übers Baugerüst, ne? Ach, das ist ein Mist. Die Baugerüste habe ich, glaube ich, alle abgebaut. Ja, wir bauen es hier hin. Das ist ein bisschen doof. Oh, Nummer 1. Bitte hier hin. Nummer 2 auch hier vorne hin. Wir packen die schnell alle hier vor dieses Lager, damit wir schön mit unserem Greifer richtig rankommen. Dann hauen wir die alle noch vorne in den Fluss hinein.
Und dann haben wir ja nochmal 4 und jetzt beobachten wir mal genau, wie viel aus den 4 rauskommen. Das jetzt 2 oder 8 Paletten werden. Entweder brauchen wir 2 Stämme für eine Palette oder wir brauchen einen Stamm für 2 Paletten. Glaube ich zumindest. Wir gucken mal. Eins von beiden wird es schon sein. Auf den Traktor. Etwas schade, dass der kein Radio eingebaut hat. Ich stelle es mir jetzt gerade so vor wie bei GTA, dass man dann so einsteigt und dieser Hip-Hop-Sender läuft. Das wäre doch mal richtig stylisch. Billy stylisch wäre das. Zack. Und Nummer 2. Kommen wir da ran? Nö, natürlich nicht. Na, jetzt aber. Lass doch los, jetzt lässt er los. Ich kann auch immer nicht loslassen. Boah, jetzt. Ich hab's mal geschafft, verkehrt herum umzulenken. Hat nur ungefähr 1 Kilometer gedauert. Bis er wirklich mal richtig umgelenkt hat. So, und letzter Stamm. Eigentlich können wir den noch im Greifarm lassen, ne? Den brauche ich doch. Wohl, ne, dann wippt er so komisch hin und her. Das möchte ich nicht. Das sieht mir zu... Hä? Was war denn das jetzt? Na super. Das Spiel mag mich anscheinend nicht. Hat es doch ordentlich drauf abgelegt. Ordentlich drauf abgelegt. Komm. Greif dir das Ding jetzt hier. Na. Ablegen einmal. Und bitte liegen bleiben. Vielen Dank. Jetzt sieht's besser aus. Keiner gesehen. Ist ja aber auch alles unser. Ob der James böse ist, wenn wir den LKW so lange behalten? Und ihm schön seinen ganzen Sprit verfahren, der drin ist? Schaut mal, wie schön das mittlerweile klappt. Hier schön nah dran zu parken. Das ist doch alles super. Baumstamm für Baumstamm. Holen wir jetzt hier rein. Und dann beobachten wir nochmal das Spektakel. Was da jetzt nun wirklich am Ende bei rumkommt. Wir stellen den Traktor bloß vorne wieder ab. Also an sich brauchen wir jetzt nicht beobachten, wie die Dinger dort... Also wie die Stämme reinfahren. Wir müssen uns bloß merken, dass wir 4 reingeworfen haben. Und wie viele am Ende als Bretter wieder rauskommen. Wir schauen jetzt mal kurz. Unser Gebiet war ja bloß das Grüne hier, ne? Das hier hinten, obwohl unser Sägewerk draufsteht, gehört nicht uns. Hier haben wir noch ein kleines Stück, aber nicht unbedingt viel. Also fahren wir jetzt mal hier vor. Denn das müsste ja unser Gebiet jetzt hier sein. Dieses kleine Stück. Habe ich recht? Ja, das gehört zu uns. Und dann fangen wir mal an, dem eigentlichen Sinn des Spiels nachzukommen und etwas zu fällen. Können wir denn auch neu anpflanzen? Das wäre auch mal interessant zu wissen, ob wir anpflanzen können. Neue Bäume. Also langsam wie die Zeit im Spiel vergeht. Schöne Sonne. Ja, so langsam wie die Zeit im Spiel vergeht, wird das dann wahrscheinlich Ewigkeiten dauern. Müssen wir 800 Mal uns eine Woche hintereinander lang ausruhen. Können wir die Büsche eigentlich auch wegmachen? Gefällt mir alles nicht. Ich will künstlich angelegte Gartenanlagen hier haben und nicht so eine naturbelassenen Mist. Äste entfernen. Und nochmal Äste entfernen. Und ein letztes Mal. Ach schön. Da ist so ein Baum ja auf jeden Fall eine ganze Menge wert. Wir gucken, wie gesagt, wie viele Paletten wir da rauskriegen, aber da ist man gleich viel motivierter. Oh, guck mal, der war so groß, dass wir... Ach nein, ich dachte, wir können den nochmal sägen. Ah, das war bloß für das in die Hand nehmen. Ja, da ist man gleich noch viel motivierter, die Bäume zu fällen, wenn man weiß, wie viel Geld am Ende bei rumspringt.
Dann kann man halt gucken, dass man sich einen schönen LKW raussucht, sieht den Preis und dann weiß man, okay, bloß noch 100 Bäume. Wir rechnen in Zukunft alles in Bäume um. Das wird witzig. Eine Bratwurst kostet einen Zentimeter Baum. So ist das als Holzfäller. Die rechnen alle in Bäume. Ist jetzt kein Spaß. Ja, mal schauen, ob wir anpflanzen können oder ob das einfach zu lange dauern würde und das Spiel das deswegen rausgelassen hat. Aber es ist ja ein Simulator und auch wenn die Welt relativ groß ist, früher oder später, werden wir alles gefällt haben. Und dann kann ja nicht Ende vom Spiel sein. Hoffe ich zumindest. Wir haben dann bestimmt einen riesen Fuhrpark. Hoffentlich können wir Angestellte einstellen. Dann machen wir schöne Vorstellungsgespräche, lassen die 2 Wochen kostenlos Probe arbeiten und sagen nach 2 Wochen, ah du, war nicht so schön. Das machen wir dann erstmal mit 100 Leuten und dann haben wir schon ein Jahr durchgekriegt. Oder mehr. Dann machen wir mehrere gleichzeitig, geht auch. Gut, Büsche sind weg. Dann geht's hier wieder an den Baum, nicht mit der Pistole. Denkt ihr, die Baumstämme sind schon fertig? Entrindet, geschnitten und auf Paletten verpackt? Wäre interessant zu wissen, wir gucken gleich mal. Oh oh, ist das jetzt auf die Straße gefallen? Ich würde den ja zerteilen, aber ich würde tatsächlich auch ganz gerne wissen, ob der nächste Autofahrer hier mit Vollspeed reinfährt. Wir lassen den erstmal liegen. Könnte ich denn auch hier die Dinger fällen? Nö. Apfelbäume sind unzerstörbar. Jetzt kommt hier kein Auto mehr. Ach Mist. Komm schon, ich würde es gerne mal wissen. Dann kommt vielleicht der Bürgermeister und wir müssen Strafe zahlen. Wäre doch witzig. Das schöne Schneiden und Sägen. Mal gucken, ich hoffe mal, dass wir vielleicht noch eine coolere Kettensäge bekommen, die den ganzen Spaß einfach ein bisschen schneller macht. Oh nein, auf den Zaun. Okay. Der bleibt stehen. Und der hier drüben. Bleibt stehen. Ich würde gerne mal wissen, wenn wir den jetzt liegen lassen, ob wir dann hier eine Fahrzeugschlange haben bis zum James hoch. Das probieren wir aus. Das wird bestimmt witzig. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Den hier würde ich mal noch fällen und entasten. Also nicht fällen, aber entasten. Na, wie soll ich denn den dann mit dem Greifer kriegen? Na gut, dann müssen wir es eventuell erstmal schleppen mit der Hand. Das wird ja noch gehen. Tja, leider Stau hier. Tut mir sehr leid. Geht nicht weiter. Ihr müsst alle Wegzoll bezahlen, wenn ihr durch wollt. Das finde ich witzig. Machen wir uns gleich einen noch schlechteren Namen im Dorf. Haben wir ja mit dem Lügen schon. Und jetzt auch noch sowas. Okay, passt. Dann nehmen wir die Dinger gleich mal in die Hand. Gibt's einen Baumstamm ans Auto? Aha. Siehst ein bisschen gelangweilt aus. Kann ich verstehen. Was? Hä? Was ist denn das für ein Lenkrad? Das ist doch kein LKW. Und selbst da sind die nicht komplett gerade. Das sieht ja witzig aus. Ist das bei allen so? Zeig mal dein Lenkrad oder hast du ein gerades? Nö. Attacke! Komm, wir bringen ihn mal vom Weg ab. Es tut mir leid, ich mache mich gerade etwas lächerlich hier im Spiel. Oder ich mache mich über das Spiel lustig. Aber es sieht doch witzig aus. Jetzt ist er auf unserem Grundstück. Dafür gibt es Strafe. Na, ob das mal ein Vorzeichen war? Man weiß es nicht genau. Ja, aber cool. Die haben alle richtig komische Lenkräder. Die sind einfach so für... ja, für längst und nicht für hoch. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, da würde ich einen Krampf in der Hand kriegen, die ganze Zeit so Auto fahre. Oh oh, sie sieht aber generell nicht mehr so gesund aus. Naja.
Ey, wie sind die durchgekommen? Die hat sich wohl vorbeigeschlängelt. Das ist ja witzig. Die eine hat sich gedacht, nö, ist nicht. Mit mir macht er so einen Spaß hier nicht. Oh, und hier? Ach nein, das Spiel buggt einfach nur. Die Autos werden neu gespawnt hier hinter dem Baum. Ich glaube, ich räume den gleich mal wieder weg. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir deswegen vielleicht das Spiel zum Abstürzen oder so bringen. Komm, ich räume euch den weg. Dann könnt ihr wieder durchfahren, ja? So, seid alle glücklich. Oh, naja, nicht so ganz, ne? Komm schon. Reicht euch das? Na komm, also du hier drüben, du würdest doch locker durchpassen. Was ist denn euer Problem? Es tut mir leid, aber hier ist halt so ein doofes Ding. So ein Zaun, ich krieg's halt nicht ganz weg. Naja, wie wir das Problem hier lösen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. War doch mal ganz witzig. So zwischendurch muss man auch einfach mal ein bisschen Spaß machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 20 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.